So, herzlich willkommen in Erwald, sind wir, glaube ich. Wir gehen morgen auf den Drachenkopf. Da müsste so die Ecke da hinten sein. Also es hat jetzt gerade 2 Stunden geregnet, alles ist nass und der Chris baut jetzt gleich sein Zelt auf. So, der Chris ist jetzt auch wach. Guten Morgen, Chris. Hallo. Wie hast du geschlafen? Gut, doch, echt tipptopp. So, wir sind an der Erwalder Almbahn angekommen. Basisstation, es ist jetzt kurz nach 8. Die Sonne scheint. Also wir fahren jetzt einen Teerweg hoch. Grip ist gut, aber es ist schon zackig. Auf das Einrollen haben wir verzichtet. Sondern es geht gleich mit Maximalpuls los. Aber dafür hier die Lichtstimmung. Herrlich. Die Gräser noch nass vom Tau. Sauber Regen. Schiess. Ich glaube, wir haben jetzt die ersten 75 Höhenmeter hinter uns. Sind schon fix und fertig. Aber wird schon. Bis später. Und hier haben wir jetzt unsere Radl abgestellt, nach 650 Höhenmeter. Und ich dachte eigentlich, wir fahren mehr mit dem Fahrrad. Aber gut. Und ab jetzt heißt es laufen, irgendeinen von diesen Zacken da oben hoch. Wir lassen uns überraschen. So, kurze Pause auf der Coburger Hütte. Jetzt haben wir noch so 400 Höhenmeter. Und wir haben hier ein herrliches Panorama. Was hast du gesagt, ist der Drachenkopf? Der ganz große, dicke Brocken da vorne. Der hier. Das ist der Drachenkopf. Da gehen wir jetzt gleich hoch. Ich glaube, wir gehen so von hinten hoch. Einmal drumherum und dann einen Grat entlang. Ein paar Altschneefelder noch, aber nichts Dramatisches. Ja, haben wir uns schon verlaufen. So, da unten ist ein Weg. Da wäre es entlang gegangen von der Hütte. Also da und dann hoch haben wir natürlich nicht gemacht, sondern sind irgendwo ins Gelände abgestiegen. Aber kriegen wir hin. Wir sind ja heute zum Klettern hier. Vorderer Drachenkopf hier angeschrieben, 2 Stunden. Hoffe ich nicht, dass so lange dauert. In einer Stunde hoffe ich, dass das gemacht ist. Weg war schwarz. Mal schauen, was das wird. Noch ist easy. Bisher läuft es gut. Also noch nichts mit Klettern. Einfach ein ganz normaler Wanderweg. Das heißt, die Steigeisen dabei. Na, ihr braucht es, glaube ich, eher ein Gurt und ein Seil. Ich muss ein bisschen überlegen. Die Luft ist nämlich schon dünn. Ja, jetzt wird es dann tatsächlich kletterlastiger. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir sind zuversichtlich. So, wir gehen jetzt noch eine Viertelstunde, haben wir gerade gelernt. Da hoch. Das schaffen wir. Afi. Ich gehe vor. Kraxeln. Letzter Zipfel. So, jetzt sind wir bald oben. Da unten hier im Tal ist Leermoos. Genau da haben wir gezeltet. Und da oben ist die Spitze. Jawohl. Dem Chris reicht es inzwischen. Der ist da geblieben.
Ich hab's nicht mehr weit. Also irgendwo da oben muss der Gipfel sein. Es ist sensationell gut markiert und es geht immer hier den Grat nach entlang. Hier kommen die Ladies. So, danach melde ich mich vom Gipfel. So, ich bin jetzt wieder abgestiegen. Am Gipfel war einiges los. Da habe ich dann nicht groß gefilmt. Also zwei Mädels und noch die Schweizer Truppe. Ja, Chris, schade, dass du nicht oben warst. Hätte sich gelohnt. Ist ein schönes Plateau da oben, gute Stimmung. Und jetzt muss ich schauen, dass ich da wohlbehalten wieder runterkomme. So, der Abstieg ist nicht ganz so schön. Hier schon verletzt, aber ich werde es überleben. Gekonnt ein kleiner Spider-Man. Sieht so aus, als würde ich es rückwärts laufen lassen, mache ich aber nicht. Er klettert hier wirklich runter. So, und gleich haben wir es geschafft. Da vorne wird es wieder weglastiger. So, Abstieg über die Altschneefelder. Sind jetzt wahrscheinlich so auf 2,2, 2,1 würde ich schätzen. Aber es ist schon alles, also es ist schon alles ziemlich frei. So, jetzt sind es die letzten Meter bis zur Coburger Hütte. Jetzt zieht es aber langsam hier wirklich zu. Also krass, wie schnell das gehen kann. Da oben waren wir und da ziehen schon die Wolken auf. Sind wir froh, dass wir gleich unten sind. Weil heute soll es noch gewittern. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, nachdem ich den Chris jetzt eine halbe Stunde hinterherlaufe, wie perfekt die Neonsocken zu seinen Neonstrichen der Hose passen. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. So, wieder angekommen im Touri-Zirkus auf der Ehrwalder Alm. Jetzt gibt es noch einen Kaiserschmarrn und dann haben wir es. Wie war's, Chris? Klingt gut. Tour war ein Erfolg. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.